Hallo und willkommen zur nächsten Pre-Race-Konferenz hier. Ja, wir sind in den USA, es ist relativ heiß hier. Mein Timo von VSR, DB Motorsport, Hamburg von Puma Racing, Walker von Porsche Racing, Strike von Newcomer Motorsport, Tiki von Nord Racing und Lorcan von Akinator. Wo Fokus da ist, wie auch immer. Grüß dich, Hamburg. Ja, dieses Rennen ist einer der beiden, die die Meisterschaft erbringen können. Inwiefern schaust du auf dieses Rennen? Ja, hi. Mal schauen, bin mal gespannt. Okay. Strecke ist absolut neu für mich. Ah. Kennst du bis jetzt nur aus Forza. Oh. Und ja, mal schauen. Okay. Ja, die Ziele bei dir für der Teamwertung stehen, glaube ich, klar, gewinnen, klar, aber wie früh? Ich meine, denkst du, dass ihr beide als Team Doppelsieg einfahren könnt? Ja, ich denke mal, dass das möglich ist. Also es kommt darauf an, wie Slow und Race to Win nehmen drauf sind und auch Hurricane. Und dann muss man eben mal schauen, wie das war. Okay, vielen Dank. Bitte. Danke. Grüß dich, Martimo, VCDB Pilot. Was war denn dann in der vorletzten Runde vor einer Woche los? Ja, es war richtig heftiges Gekämpfe. Ich wusste schon, dass mein Sprit nicht reichen wird. Ich wollte aber gucken, ob ich mich behaupten kann, um zumindest für meinen Kopf den 9. Platz einzufahren, auch wenn es am Ende nur 13. geworden ist, weil ich eine Runde zu wenig Sprit mit dabei hatte. Bisschen verkalkuliert, aber im Endeffekt, naja, war an sich ein gutes Rennen, hat viel Spaß gemacht. Es war krass, was das Leistungsniveau angeht. Wir sind alle über 10 bzw. über 20 Minuten lang in Sichtweite hintereinander hergefahren. Das war krass und von daher auch Platz 13 eine gutes Ergebnis. Ja, du bist so, ja weiß ich nicht, von zwei Klippen in der Mitte, ne? In der Luft. Vor dir Punkte weit weg ist King of Rivals und hinter dir Punkte, na doch auch ein bisschen weiter weg, ist Tiki. Denk mal klar, du guckst mehr nach vorne, aber inwiefern ist es noch möglich, eventuell, wenn du 162 und René 194 Punkte hat und haben, wie auch immer, inwiefern ist es möglich, dass du da noch aufholen kannst und vielleicht sogar vorbeiziehen kannst an ihm? Naja, also an René vorbeizuziehen wird extrem schwierig. Seine Performance, seine Form ist definitiv besser als meine und ich muss tatsächlich eher nach hinten gucken, denn Tiki ist nur so weit hinten, also so weit hinten in Anführungszeichen, Tiki ist nur hinter mir, weil er doch in den letzten Rennen auch viel Pech gehabt hat, also in Zandvoort und in Imola auch ein bisschen, in Imola war er gar nicht dabei, das sind eben so. Deswegen ist er hinter mir und wenn er jetzt die nächsten vier Rennen mitfährt und kein Pech hat, dann wird das eng. Okay. Ja, Teamwertung noch ganz kurz. Da geht es wahrscheinlich sogar nochmal auch wieder um Red Bull, aber auch um VSR Racing. Eure quasi ja Brüder und Gegner, wie auch immer. Du hast als Team aktuell noch ohne Teamkollegen. Mal gucken, ob es dann mit Chris Kane, gab es ja diese Gespräche, ne, vor einer Woche. Mal gucken, ob die jetzt auch gefruchtet haben. 211 Punkte vor euch. Red Bull hat 222 und VSR 197. Ja, wo also schaust du da eher hin? Auf beides? Nur nach vorne und nur nach hinten? Also ich sag mal, schlechter als Platz 8 wird nicht gehen. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir den Platz gegen VSR Racing verlieren, außer ich kriege jetzt tatsächlich recht schnell einen neuen Teamkollegen, der dann auch von Leistungsfähigkeit in der Lage ist, vor VSR Racing zu fahren. Ansonsten gegen Red Bull wird doch eher schwieriger, wobei Red Bull ja auch alleine ist und wenn wir jetzt rechtzeitig einen neuen Teamkollegen haben, Red Bull hat jetzt auch einen, dann könnte es nochmal interessant werden, wie das sich das Ganze dann verteilt mit Red Bull. Aber ansonsten, ja, auch hier könnten wir unsere Position halten oder verbessern oder auch verlieren. Das ist offen und das ist ja auch das Schöne. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Walker, grüß dich. Ja, letztes Rennen, die Strategie war anscheinend besser als von manch anderen. Wie kam es denn zu dieser Wahl, auf Medium durchzufahren? Ja, das ist, also hallo erstmal. Ja, Hallöchen. Das war hauptsächlich tatsächlich eine Setup-Angelegenheit. Also ich hatte mein Setup so ausgerichtet, dass die Reifen recht gut auf Temperatur kamen. Das heißt also, die Mediums waren
gutem Temperaturfenster, die gingen ganz gut. Die waren bloß irgendwie eine halbe Sekunde langsamer pro Runde und viel stabiler, viel vertrauensweckender in das Auto. Und da habe ich mir gedacht, bei so einem langen Rennen kann man lieber eine halbe Sekunde langsamer fahren und dann ohne Boxenstopp und mit maximal möglicher Pace bis zum Ende durchfahren. Denn ich habe für das Rennen nicht allzu viel trainiert. Von daher war die Raw Pace nicht ganz so gut, aber mit ein bisschen Strategie kann man da noch einiges rausholen. Okay. Ja, blicken wir mal bei dir auf die Wertung drauf. Aktuell Punkte gleich mit Kev vor euch oder vor dir, Globmaster, mit 7 Punkten. Ne? Dann kommt Henning, gut, der ist schon ein bisschen weiter weg, ne? Das sind dann schon 24, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Richtig. Und dann auch noch Senden mit dir mit 6 Punkten mehr. Ja, inwiefern ist es möglich noch, oder auch noch Carlo mit, ne, noch mehr Punkten quasi. Inwiefern ist es möglich noch P11, P10, P12 zu holen? Da liegt tatsächlich eher mein Fokus gar nicht drauf, weil ich bin in die Saison spät reingekommen. Ich probiere mich hier erstmal einzuarbeiten und wenn da halt eine gute Platzierung rauskommt, dann ist das ein schöner Bonus. Aber ich probiere jetzt einfach hier meine Basis zu finden und unter anderem auch für nächste Saison einen Teamkollegen zu finden, damit wir dann nächste Saison von Anfang an richtig durchstarten können. Okay, vielen Dank und viel Erfolg. Okay. Ja, Lockenden grüßt dich. Lange, wird auch lange eine Pause gehabt oder sich eine Pause gegönnt, wie auch immer. Nach dieser Pole in Nordamerika, ne, ging ja nichts mehr. Erst letzte Woche ging es endlich wieder. Auch heute geht's oder wird ja, auch heute geht's hoffentlich. Ja, natürlich bist du in der Wertung dementsprechend auch weiter hinten. Ne? Hast aber auch noch gute Chancen aufzuholen. Zuerst aber mal Ja. zum letzten, bitte. Ja, hallo erstmal. Guten Also Tag. das letzte Rennen lief halt nicht so toll. Eher nur so Genau. hinten mitgefahren. Auch einen eigenen Fehler gehabt, am Anfang abgeschossen von einem Leck da bei Crusher. Wie auch immer. Ja, von Road America will ich da jetzt gar nicht reden, was da vor sich lief. Und ich schaue da jetzt gar nicht mehr auf die Wertung. Es ist einfach nur noch zu Ende fahren. Und ich habe da keine Ansprüche gerade mehr, weil ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft aussehen wird, gerade jetzt mit dem Fahren. Ich fahre einfach jetzt nur mit, hab meinen Spaß. War halt letzte Woche auch ganz lustig mit ein paar Fights, aber mehr ist halt gerade nicht drin. Okay, das ist pretty clear. Vielen Dank. Ja, Stray, grüße ich. Ja, auch bei dir die Frage zum letzten Rennen. Was war da los? Vor allem bei euch im Team. Ihr seid ja die letzten beiden Plätze habt ihr belegt. Was war da los? Ja, also man hat ganz klar, ja, ganz klar und deutlich gesehen, dass wir als Team einfach auf der Strecke nicht ja, bessere Performance abrufen konnten. Quascha war da ein bisschen besser unterwegs von den Zeiten her. Auch die Quali-Zeit war wesentlich besser gewesen als meine. Aber wir konnten dann auch über ja, das ganze Rennen gesehen nicht wirklich da noch was gut machen. Wir hatten zwar lange ja, so einen Kampf mit Kilmichi war das und Lolkonturn. Lolkonturn kam dann noch von hinten angefahren. Aber ja, wir konnten einfach nicht weiter vorausfahren. Koscha hat da auch noch ein paar Fehler gehabt, natürlich auch am Anfang mit dem Leck. Ist dann immer so ein bisschen schade, aber wir hoffen, dass wir dann im nächsten Rennen Road Atlanta mit einer neuen Strecke auch andere werden da wahrscheinlich ein bisschen unerfahren sein, was die Strecke angeht und dass wir da weiterhin gut mit dabei sein können. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Ja, guter letzter Tiki, grüß dich. Ja, letztes Rennen doch relativ erfolgreich abgeschlossen, P6. Ja, liegst vor deinem Teamkollegen und vor Send. Liegst aber hinter MyTimo. Die Frage, denkst du, dass du ihn jetzt noch in den letzten vier Rennen überholen kannst? In der Wertung? Ja, Löli. Hallöchen. Ob ich Timo überholen kann? Ja, in der Wertung. Wenn das so läuft wie heute, dann bin ich da guter Dinge, ja. Okay. Ja, Teamwertung. Gut, ihr habt 251, Exclusive Racing hat 296 und Red Bull 222, also auch so Mitte von dem Ganzen. Ne? Denkst du mit deinem Team Carlo, dass ihr dann noch eventuell P4 noch irgendwie versuchen könnt einnehmen zu können, aber oder nicht? Na, wir werden zumindest alles versuchen. Heute war halt ein bisschen unglücklich für Carlo. Er dachte, er hat einen Frühstart. Er Ja. ist ein bisschen schief gegangen, war, ich glaube, vor der ersten Kurve war auf dem letzten Platz noch schon gewesen und ja, das lief dann nie so toll. Ja, mein Start war auch eigentlich mies.
Ich habe Positionen verloren. Ich glaube, ich war nach Gruppe 2 auf 9 oder so. Aber ja, ich denke mal, wenn das alles normal seinen Gang nimmt, ist da auf jeden Fall noch was drin. Also, es sollte spannend werden. Okay, dann auch dir viel Erfolg und Dankeschön für die Pressekonferenz. Danke auch. Audio Jungle.